So, dann begrüße ich euch zur Pressekonferenz nach dem ersten Duell überhaupt zwischen Archidee und dem VfB Lübeck in einer Punktrunde und einem, denke ich, aufregenden Spiel mit einer 0:1 Niederlage für uns vor 1207 Zuschauern, dem neuen Archidee Regionalliga Punktspiel Zuschauerrekord. Ja, unsere Gäste zunächst herzlichen Glückwunsch zum Sieg und ich gehe gleich weiter an unseren Gästetrainer Martin Leiner. Ja, hallo, dann ist noch nicht Abend. Schaut so, was ist so dunkel hier. Aber na ne, gut. Zum Spiel. Mit dem Ergebnis sind wir natürlich zufrieden. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Das gezeigte Spiel, denke ich, war vor allem in der ersten Halbzeit gut. Wir haben gewusst, was uns erwartet. Es ist so ein Typ Pokalspiel, Atmosphäre, enger Platz, Leute dran. Der Platz ist genauso groß wie die Lobby. Ja, schaut zumindest so aus. Ja, vom Gefühl her war es so. Leute waren enger dran. 106 Meter. Hervorragend. Wir haben uns austoben können. Wie gesagt, Leute knapp dran. Wir haben auch im Vorfeld gewusst, dass es nicht unbedingt ein schönes Spiel werden kann. Ja? Aber ich denke, erste Halbzeit bin ich durchaus zufrieden mit der Leistung. Haben wir Glück bei der Elfmetersituation, völlig zu Recht. Haben Glück, dass der nicht verwandelt wird. Wissen, dass Echede dann wahrscheinlich noch mutiger und offener nach vorne spielen wird, was sie auch gemacht haben, und haben dann über weite Strecken in der zweiten Halbzeit wenig Zugriff gehabt, haben uns weit reindrängen lassen, haben nach vorne auch nicht mehr die feinen Lösungen gehabt, aber trotzdem dann das 0:1 über die Runden gebracht. Und im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, viele Spiele erlebt als Spieler und als Trainer jetzt auch schon das eine oder andere, wo man wirklich geilen Fußball gespielt hat, hervorragend kombiniert hat über 90 Minuten und am Schluss stehst du mit leeren Händen da. So gesehen, war es ein Arbeitssieg, war nicht alles Gold, was geglänzt hat, aber wir nehmen die drei Punkte gerne mit und was ich mit Kollegen hier gerne mitgeben will und ergehe. Also wenn sie so auftreten wie heute, speziell in der zweiten Halbzeit, werden sich hier noch viele, viele Gegner schwer tun und ich glaube, ist der Klassenerhalt durchaus möglich. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank und dann gehe ich weiter an unseren Trainer Jan Großkopf. Ja, danke. Erstmal danke, Rolf. Glückwunsch zu euren drei Punkten. Ich kann das Spiel jetzt auch nochmal Revue passieren lassen und die erste und zweite Halbzeit ansprechen, was gut war, was schlecht war. Ein Wort, das war große Scheiße, weil wir haben verloren. Punkt. Ja, wir haben erste Halbzeit durch einen individuellen Fehler das Tor bekommen. Dann hat Lübeck eine Riesenchance nochmal auf Halbfeld links, wo Adi sehr gut hält. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es einfach verdient, zumindest eine Remise zu nehmen. Haben es nicht geschafft. Ja, so ist es, wenn man unten steht. Dann hast du die Scheiße kleben. Ich habe das letzte Woche schon mal gesagt, auch wenn das ein bisschen lapidar ausgedrückt ist, kann ich immer nur mit der feinen Sprache rüberkommen. Bin enttäuscht, keine Frage. Die Mannschaft hat das gut gemacht, hat das umgesetzt, was wir gesprochen hatten. Wir waren eingestellt, auf den Gegner gut eingestellt, sind so gespielt, wie wir das vorher in der Besprechung auch zusammen erarbeitet haben. Bei der Analyse haben wir uns nicht belohnt heute nach einer wirklich richtig guten zweiten Halbzeit. Das enttäuscht mich für die Mannschaft allgemein, weil die haben auch in der Woche sehr viel gearbeitet und gut gearbeitet. Und ja, ich sage es mal wieder. Wir machen weiter. Danke. Ja, Jörn, auch dir vielen Dank. Und jetzt die Frage an den Medienvertreter, ob es Fragen an die beiden Trainer gibt. Gut, ich sehe keine Fragen. Dann noch der Ergebnisservice von heute. Der HSV gegen Drochtersen Kassel 1:1. Havelse gegen den Lüneburger SK ebenfalls 1:1. Norderstedt gegen Meppen 3:3. Und Weiche Flensburg gegen den WSV Regen 2:0. Nochmal herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste. Allen noch einen schönen Sonntag und bis in zwei Wochen hier in Archidee. Dankeschön.